Hallo und herzlich willkommen hier bei Chris will spielen. Wir sind in Transport Fever unterwegs, im Koop sozusagen mit meinem Kumpel Chris. Servus, hi. Ich habe keine Ahnung, wenn du Chris sagst, wink ich. Ah ja, sehr gut. Webcam ist ja auch fast an. Wir werden das Ganze, wenn es funktioniert, in zwei Ansichten aufnehmen: einmal bei ihm, einmal bei mir. Und werden versuchen, von der Jahreszeit her im gleichen Rhythmus zu bleiben. Und dann könnt ihr quasi beide Aufnahmen nebeneinander anschauen oder nacheinander oder nur von einem, damit man verschiedene Spielstile sieht. Aber so, jetzt fangen wir an. So, wir fangen an mit. Ich muss ja alles kommentieren. Jetzt verrate ich dir meine Tipps. So, Gut, ich gut, baue jetzt gut, hier einen gut. achtgleisigen Kopfbahnhof. Hoffentlich Ah, klappt das, ich. dann baut auch ein. So, die Länge brauche ich mit 80 Meter erstmal. Achso, genau, wir fangen hier in Antweiler an. Da rechts ist links noch die Ding offen. Wie groß welche Stadt ist. So, wo Straßen sind hier. Wir hätten uns vielleicht ein bisschen mal schauen sollen, was in welchem Menü zu finden ist. Das wird echt knapp, meine Route, wo ich geplant habe. So, ich hab überlegt, hier den Bahnhof hinzubauen. Einen Kopfbahnhof. Scheiße, jetzt will der jetzt schon eine Brücke bauen. Dann hier hinter zu gehen nach Teicha. Das ist Das ein bisschen blöd, wird. deswegen den Da. Berg. Am besten wäre, wenn wir hier im Bahnhof machen, in Teicher, dann könnten wir weiter nach da und dann eventuell später mal hier hinten lang. Und wenn wir hier nicht allzu blöd rauskommen, können wir eine Kurve machen nach da. Genau. So, aber jetzt müssen wir schon, ob wir den Bahnhof hier hinbekommen. Das kostet aber Also wenn du was. ba auf Bahnhof bist, hast du links in der Anzeige die Wahl zwischen Passagier und Güter, ne, damit du nicht den falschen baust. Ah, danke dir für den Tipp. So, und Kopfbahnhof und Bahnhof musst auch aufpassen, welchen du nimmst. Ah, der Bahnhof funktioniert So, so. will ich den hinbauen? Wo will ich den hinbauen? Da wäre es ja so viel schlauer. Dann wäre dazu ja viel schlauer gewesen. Aber da ist das. Egal. Machen wir so. So, meine erste Verbindung. Dann können wir dann neben dem Busding hinstellen. So, ich habe ganz schön Bescheid aus, aber okay. Auf geht's. So. Haben wir das schon mal? Dann würde ich sagen, liegen wir weiter mit. Oder erst Maschine, weil die sind teuer. Wie kann ich dieses blöde Ding hier ausblenden? So, wie mache ich das am besten mit meinen Dip. Ach so, nichts wartend. Ach, Depot muss man auch noch bauen, stimmt. So, ach ne, wir bauen erstmal hier noch einen Bahnhof, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Dann könnten wir. Den könnten wir hier hinstellen. Verlängern wir mal kurz die Krümmungsmikrobot. Straße ein bisschen. So. Mir ist die Passt. Krümmung zu groß. Dafür brauchen wir einen normalen Also, Bahnhof. zur Info zu euch, ich habe das Spiel noch nicht so raus. Erzählen Sie doch, muss ich nicht sagen. Ja, es ist. Machen wir jetzt zweigleisig oder reicht das mal ein Gleis? Das ist ein Unterschied vom Preis her. Denkst du echt, ob du zweigleisig machst? Ja gut, kann ich nachher noch upgraden. So, jetzt schließe ich doch da an. Was für Kollision bei Terra-Abgleichung? Verbind doch. So, jetzt haben wir ein kleines Problem mit dem Berg, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist gut so. Jetzt brauche ich ein. Wo bekomme ich denn da? Zugdepot. Oh, das wird teuer, das wird teuer, das wird teuer. So, mein erstes Depot steht. So, wie baue ich jetzt das Signale? Was? So, 44.000, wo baue ich okay. Signale? Da baue ich Signale. Und zwar rechts immer nicht. Ich, ja. So. So, dann kann man hier schon, ja, das ist gut. Die Sache ist, ich will noch keine Ausweichstrecke bauen, von dem brauche ich ja noch nichts. Gut. Ja, dann nehme ich meine erste Linie auf. Alter, das wird teuer. Alter Schwede. Können wir hier nicht ein bisschen Geld sparen? 1 Million. Nur 200.000 Zwar ist gut. von. Von Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen. Teiche. Egal, das ist erstmal noch nicht so wichtig.
Na. So, das passt. So, unser erstes. Also, wir brauchen auch noch ein Depot. Wo stellen wir denn unser Depot hin? So, von hier wollen wir dann nach. Nach hier irgendwann. Dann können wir schon mal. So, meine erste Bahn ist da. Route. Alles drum und dran. Komplettpaket. So, zu kaufen. Wir können uns eine D1-3 kaufen. So. Und. Ich glaube, das klappt, oder? Ja, das in klappt. Der Farbe knallgelb. Dann kann der hier. Achso, wir haben ja keine Weiche drin. Krümmung. Bauen wir hier mal eine X-Weiche rein. Ich habe keine Ahnung, wie viele ziehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das weiß nicht, ob wie das Spiel ist. Es hat halt was mit Beschleunigung zu tun. Bau nicht möglich, du Arschloch. Warum denn? Zugkraft. Ja, kaufen wir mal. Bauen wir hier noch ein bisschen länger. Achso, oder Weg. 6 Stück, das müsste reichen fürs erste. So, von hier nach hier gehen wir schon und müssen einmal noch zurück. So. So. Die erste Route haben wir fertig. Nein, das ist ja auch unlogisch, was ich hier mache. So. Jetzt also, wenn wir hier jetzt eine. Kleinen Blick. Der müsste das doch eigentlich schaffen. Wenn wir hier ein Depot hinstellen, müsste er doch zurückfahren können. So schlau sein und dann da das Gleis wechseln und wieder zurück. Doch, so schlau müsste er doch sein. So schlau müsste er schon sein. Schienen. Depot. Wo dreht man das hier? Genau. Dann stellen wir uns auch noch gleich eine Weiche hin. Hier, ne? Hier. Dann. Hier. Und hier noch ein Signal. Und dann erstellen wir erstmal unsere erste Linie. So, wir müssen. Ach, ich muss mir noch ein. Hast du schon ein System überlegt für die Namensbenennung von Linien? Also ich habe jetzt die Linie habe ich jetzt genannt Teicher Antweiler Regio. Na okay. Also etwas total Unnütziges. Wir nennen das Ganze Antweiler Teicher Regio. Ja, Antweiler Teicher, ja. Sich ist das ein guter Name. Wie mache ich das am besten jetzt mit den Bussen? So. Ich nehme. Machst du Bushaltestellen auf beiden Seiten oder nur auf einer? Wahrscheinlich erstmal nur auf einer. Weil am Anfang reicht es aus, glaube ich. So, dafür brauchen wir schon mal einen Zug. Zug kaufen. Oh, müssen hier hinter auch noch, Jungs. Oh, und Mädels natürlich. Passagiere 6, ja. So. Wie viel passen da jetzt rein? 6, 6, 12. Immer mal so. Das passt so. Gut. Schon ab erst dann schafft. Neue Route. Neue Linie. Ja, das kriegt er schon hin. So, dann brauchen wir hier. Busbahnhof erstmal. Bus-Trambahnhof. Hoffentlich passt der hier hin, wie gedacht. Passt er, sehr gut. Haben wir eher lang oder eher kurz? So, das sieht doch echt gut aus. Das ist. Länger. Ne, kürzer. Teicher. So. Bus 1. Bus. Bushaltestelle hier. Ach so. So, und zwar bauen wir da jetzt noch ein wunderschönes Busdepot hin. Komm, setz dich. Und so, zwar. Dann fahren wir hier, fahren wir nach vom Außen rum. Bis hier. Hier halten wir noch. Hier. Oh ne. So, dann bauen wir. Ne, da halte ich nicht. Halt lieber hier. Potzkutsche. Wo ist denn das Reimfahrzeug? Da haben wir Farbe grün. Dann wird die Postkutsche da auch grün, Jungs.
So, wir lassen uns hier nicht provozieren. Und so neue Linie. 5, 6, 7. Okay, einer haut dich schon richtig raus um Geld. Ja, logisch, hab's ja. So, er müsste das richtig machen, oder? Er macht's richtig, ja. Ach, das Ganze laufen ist und noch nicht laufen, ne? Und es ist, wie du willst, ich warte noch kurz. Du kannst mich schon laufen lassen, wenn du noch. Nee, mir ist das wurscht, ich find's so angenehmer. Bus 1. So, dann brauchen wir noch ein Depot. Mal das, das können wir ja in der Stadt dran setzen. So, brauchen wir hier noch Bushaltestellen? Straßenfahrzeug, so Passagiere. Was ich echt angenehm finde, ist das mit. Können wir ja auch machen, ja. Dass du siehst, wie weit es ist, wie weit diese Anbindung geht halt. Achso, der Radius. Ja, das stimmt. So, das passt auch. Dann kümmern wir uns mal um hier oben. So, hier stellen wir auch gleich neben dem Bahnhof natürlich den Bus. Der Bus Trambahnhof. Drehen. So, damit sie nicht weit laufen müssen. Achso, ich brauche erstmal eine Linie, Junge. Dann brauchen wir ein paar Bushaltestellen. Ich würde sagen, wir halten. Ach, wie fahren wir denn? Ah, Teiche ist ja. Ah, Teiche können wir überhaupt nicht in den Streamer-Bus. Schade. Was fährt denn der zusammen? Jetzt fährt er richtig. So, da. Das müsste. So, und dann wieder im Kreis. Das müsste eigentlich reichen, oder? Sehr schön. Das hat ja, doch, das müsste reichen. So, neue Linie. Straßenfahrzeug kaufen. Von Hellgrün. Nach da. Die weisen wir jetzt zu allen. Und zwar müssen wir die Linie noch umbenennen, das vergesse ich gerne mal. Teicher. Das ärgert mich dann immer. Und zwar ist Teicher, das. Bus 1. Dann braucht Teicher natürlich noch ein Busdepot. Ist irgendwie cool, dass wir beide irgendwie so überhaupt nicht miteinander, sondern voll gegeneinander reden. Einer erzählt das, der andere das. Ja, jeder sowas halt macht, das ist halt echt lustig. Und ein bisschen Geld haben wir noch. Dann probieren wir mal hier diese wunderschöne Verbindung hier anzubinden. So, das machen wir hellgrün. Vielleicht reden wir ein bisschen mehr zusammen. Ja, jetzt ist gerade erstmal die Grundeinrichtung. Leck mich, ist es teuer. Teuer. Achso. Ist doch schon viel billiger. So, an sich. Passt ja soweit. So, jetzt können wir uns mal um Waren kümmern. Theoretisch. Das ist noch akzeptabel. So, ja, ich bin schon dabei, du. Ja, ich überlege gerade noch wieder. Mein Plan war von hier, Öl nach hier zu bringen, Treibstoff hier hin und das Öl dahinter und den Kunststoff da rein. So, einmal. Allerdings, das wird eine Mammutaufgabe. Wir brauchen erstmal eine Straße. Billigstraßen sind hier, da kann man 60 fahren, da kann man 40 fahren, das reicht ja. Oh, das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Wenn du die. Also für Feldwege, also nehme ich immer die Landstraße, da brauche ich ja keine Straße von der Stadt. 40 km, ja, ich habe auch 40 km genommen. So, was kostet das hier? Das kostet eine Million fast, sehr gut, das ist doch teuer. Öl, was ist das hier für. Teicher ist es wieder, Wahnsinn. Oder sollen wir hier schon mit dem Schiff fahren? Ah ne, ich glaube, das ist mit dem Schiff schon zu kurz. Ah, wir machen es fürs. Ah ne, nicht schief, gerade bitte. Dann stellen wir. Ja, doch hier. Du sollst eine gerade Linie machen. Der macht bei mir keine gerade Linie, da bist du verrückt jetzt. Das gefällt mir relativ gut. Jetzt brauchen wir leider noch ein Depot. So, wir sind ja schön am Fluss, gehen wir lang. Was ist denn für eine komische Kurve? Egal. Die Musik ist gar nicht so schlecht. Nö. Okay, nein! So doch, ich finde die nicht schlecht. Okay, so können wir recht günstig bauen, das gefällt mir. Wir sind so sehr nah am Wasser, da kann sein, dass ein Truck mal in unseren See. Wir brauchen noch einen Namen. Das passt aber. Für unseren See brauchen wir noch einen Namen. Oh, stimmt.
Nennen wir ihn Willi. Willi ist gut, ja. Finde ich schon, finde ich schon. Okay, hier wird's teuer jetzt. So. Da brauchen wir jetzt. Was ich gut finde, ist, dass man jetzt, wie gesagt, nicht mehr erst auswählen muss, was sie fahren, sondern dass es wirklich automatisch ist. Ja, du musst aber aufpassen, dass sie dann nichts Falsches mitnehmen irgendwo. Egal, das passt schon so. Nein, ja, sondern das erste bloß Öl fahren. Boah, das ist kann auch man teuer. Das nachträglich noch ändern oder kann man das nicht mehr ändern? Weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Dann lass ich es jetzt automatisch. So. Hier kommt jetzt ein. So. Eine LKW-Station hin. Schau mal, ob sich das hier lohnt und das. Dann kommt noch eine LKW-Station hier drüben. Industrie ist hier. LKW-Station. Oh, leck mich, ist die teuer. Was denn? Oh, die LKW-Station, die große. Bleibe ich halt bei der die kleinen. LKW. Achso, du meinst die. Oh. Bei 25. Hättest du vielleicht schon eine große hingebaut? Nee. Das alle aufrüsten, ne? Ohne Probleme. Ich hab eine große hingebaut bei meinem bei wo Öl und Benzin kommt, weil das Ganze muss ja dann zum Schiff und das muss schnell gehen. Ich hab da keine Zeit. Ah, so, ich verstehe. Boah, das ist ja direkt jetzt am Wasser, das ist sehr gut. Das ist wie mitten durch die Stadt. Ich weiß nicht, so, wie ob ich funktioniert das so jetzt mit dem Wasser. Cool find, aber das ist das erste. Speicher. Ich vergesse immer die zu löschen. Was versuchst du? Ich vergesse immer Linie 1 zu löschen. So. Wie nennen wir es jetzt am besten? 200.000 kostet es, egal. Teicher. So. Nein. Was fahren sie denn? Ist die Frage, muss ich das da extra. Ah, das schauen wir dann. Ob ich LKWs brauche, die es von da nach da liefern oder schaffen die das auch so? Das müssen wir uns dann anschauen. Treibstoff und Öl. Und was braucht jetzt die Stadt? Öl nicht? Die Stadt braucht Treibstoff. Treibstoff. Dann heißt es Teicher. So, das passt. Okay. Dann machen wir es jetzt so. Und zwar heißt die jetzt Teicher. Was ist das denn? Aufrüsten. Straßenmodifizierung. Teicher. So, dann bauen wir schon mal unsere ersten Stoff. Linie, neue Linie. Oh, hast du noch keine Linie gebaut? Nö, keine Güterlinie. So. Straßenplatz kaufen und dass wir hier jetzt auf keinen Fall das Öl darunter fahren, wählen wir jetzt hier. Von hier nach hier. Ah, das geht, glaube ich, oder? Treibstoff aus. Und zwar hat das welche Farbe? Ein wunderschönes dunkles können Blau. Können die hier abladen? Schauen wir mal. So, das hier. Und dann kaufen wir. So, Antweiler Süd, da sollen sie. Und warte mal. 10. Laden, wenn vorhanden. Zuweisen alle und zwar Teicher Treibstoff. Achso, ne. Antweiler Süd, laden, laden. So, und das Öl werden wir auf kurze, lange Sicht da nach oben fahren. Das könnte man ja auch noch gleich anschließen. So, wir gehen da rüber und. Ah, oh, wie viel uns das kostet. Vollladen einer Fracht machst du hier. Das Ganze nennen wir Öl. Ja, nennen wir es Öl. Hier ist die Stadt. Vom Preis geht das sogar. Und schuppdiwupp, sind wir angeschlossen. Öl das hat kaum was gekostet. Ölanteile haben wir. Dann müssen wir mit. Baum hier rum. Mit Treibstoff, ne? Treibstoff in die Stadt. Ach, das steht jetzt sogar dabei, wo das hin muss. Ah, sehr gut. Ernsthaft. Ja, Treibstoff ist zum Beispiel, wenn du auf die Stadt klickst, bei mir im gelben Bereich, bei Arbeitsplätzen. Achso, ja. Das heißt, ich muss es in die Industrie liefern. Wir haben hier schon mal eine wunderschöne Strecke zusammengebaut. Und dann probieren wir nämlich hier noch. So. Chaka, das liefern wir dann hier hin. Öl. Hier in die Kunststofffabrik zu bringen. Und zwar ist das dann. Neue Linie, dann von da nach. Oberusberg. Hier. Ursberg. Öl. Treibstoff.
Antweiler. Enter. Kunst, das hört sich doch echt eine coole Route an. Oder? Jetzt, ich höre dir nicht zu, ich bin ja voll konzentriert. Nein. Wir gehen hier nicht auf automatisch. Da so, tun auf Treibstoff. 1, 2, 3. Welche Farbe haben wir? Wir haben so ein wunderschönes Rosa. Treibstoff an Schweiler. Dann brauchen wir mal noch ein neues Depot. Mit dem so ich fahren müssen. Das stellen wir. Ich hoffe. Stellen wir mal hier hin. So. Theoretisch müssten wir jetzt noch irgendwann diesen Kunststoff hier entweder nach Wurzberg bringen. Güter, da brauchen wir diesmal Öl. Oder hier hin. Öl. Unsere wunderschöne Route. Ah, nicht Öl. Unsere wunderschöne Stadt. Rohöl brauche ich. Ne? Wo ist denn Rohöl? Rohöl hier oben. 1, 2, 3, 4, 5. So, deshalb nennen wir das Ganze auch noch um. Wo ist mein Linienmanager? Hier ist mein Linienmanager. Das Ganze heißt nicht Öl, das Ganze heißt ja Rohöl. Das gefällt mir nicht. Ja, das verstehe ich. Was hab ich jetzt gemacht? Tramgleis, nein, ich brauche kein Tramgleis. Wo ist das Schiff? Hier ist das Schiff. Frachthafen, können wir gleich hier noch einen hinstellen? Jetzt haben wir halt hier schon mal ein Tramgleis. Schlecht. So, der andere geht sehr mit der Zeit, er baut schon Tramgleise. Ich kann schon die Zukunft schauen, weißt du? Also hier ist der Höhenunterschied vielleicht nicht so schlimm. Okay, das ist nicht wichtig, hier ist eine wunderschöne. Guck mal, interessiert uns mich nicht. Damit wird er. Okay, wir gehen ja lieber ein bisschen schräg ran, dann können wir hier das andere entstellen. Aber das passt da soweit schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch ein Dock brauchen wir noch, ne? Eine Werft, genau. Alter, ist die Werft teuer. Bau nicht möglich, zu teuer. Ja, super. Oh, wobei, Werft ist gar nicht teuer. Und ich stelle mal lieber ein bisschen weiter weg, ne? So. Ja, dann müssen wir hier auch noch eine Wasserlinie habe ich auch noch nie gehabt. Neue Linie. Auch in rosa, das gefällt mir. Von hier nach hier. Genau. Das Ganze heißt. Wie heißt denn das Ganze? Das Ganze heißt Öl. Mein nächster Schritt ist, dass ich Grenz anbinde. Dass du was anbindest? Wasser? Grenz. Öl. Ach, Grenz, das so. So, dazu brauchen wir ein Schiff. So, die. Ah, es gibt schon verschiedene Schiffe. Cool, wir brauchen ein Güterschiff. Echt? Ja, ein gutes Güterschiff für Öl. Kaufen. Oh, mit deutscher Flagge drauf. Ja. Das ist echt richtig schön animiert alles. Ja. Also animiert noch nicht. Alter, animiert, sehen wir erst nachher. Ja, wie wär's denn, wenn wir das Ganze, wenn wir das Ganze in der nächsten Folge sehen? Das ist eine gute Idee. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid am nächsten Tag, wo die nächste Folge rauskommt, wieder mit dabei. kommt hoffentlich recht zügig, damit ihr seht, wie schön das animiert natürlich gleich. Tagestakt. Ja, okay, bestimmt. Auf jeden Fall bis dahin. schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.